Sehr geehrter Präsident, geschätzte Damen und Herren des Hauses, nach dieser Aufregung können wir aber in einen sofort überleiten. Wir haben auch gesehen, dass die Abgeordnete Grünberg sofort mit dem Rollstuhl zum Ausgang gefahren ist. Und trotzdem möchte ich mir heute das herausnehmen, dass es trotzdem ein Witz ist, dass wir nicht barrierefrei in diesem Hause sind. Weil wenn wirklich ein Ernstfall gewesen wäre, möchte ich nicht wissen und möchte ich nicht von dem ausgehen, was passiert wäre, wenn wir zu spät rausgekommen wären. Das mal vielleicht für die Einleitung, denn das passt genau zum Thema dazu. Aber ich möchte es noch einmal replizieren, auch auf den Kollegen Kotzer und auch die Kolleginnen, die jetzt diese Argumentation fortgesetzt haben, warum wir heute diese Ausbesserungen des Grundsatzgesetzes nicht haben wollen. Ich war selber dabei, wie wir seinerzeit die 15a BVG-Vereinbarung mit Gotthard ihn selig, unserem ehemaligen Sozialminister, geschaffen haben. Und ich glaube, dass es ein ganz ein wesentlicher Punkt ist, dass wir einheitliche Sozialstandards definieren. Und es ist falsch, dass diese alte Koalition zwischen der ÖVP und der FPÖ hergegangen ist und hier menschenunsägliche Sozialbedingungen geschaffen hat. Es sind lediglich 2 Punkte von 13 abgeänderten Punkten im Grundsatzgesetz hier kritisiert worden. Nämlich einmal ein degressiver Verlauf der Kinderzuschläge und das Zweite, was auch der Kollege heute gesagt hat, war, dass der Spracherwerb mit der Berufsqualifikation, was eigentlich wesensfremd ist, nichts zu tun hätte, sagt der Verfassungsgerichtshof. Ich glaube, dass eine der wesentlichen Voraussetzungen heute Deutschkenntnisse ist, um in einem beruflichen Erwerb und seinem Fortkommen auch sich sicherzustellen. Und das sind die 2 Punkte, die angepasst gehören, weil man muss auch eines vielleicht auch den Zusehern zu Hause mal vor Augen führen. Die Grundsatzgesetzgebung befindet sich in Bundeskompetenz. Die Ausführungsgesetzgebung, wie es zum Beispiel Niederösterreich oder Oberösterreich bereits umgesetzt haben, ist Ländersache. Und daher ist es wesentlich jetzt auch vor allem für Wien, und da will ich nicht polemisieren und auch den Wiener Wahlkampf nicht vorziehen, einfach diese grundsätzlichen Regelungen umzusetzen. Und wenn wir dem nicht Herr wären, dann müssen wir letztendlich als Parlamentarier und als Gesetzgeber hier andere Regelungen finden, um letztendlich auch Wien oder andere Bundesländer darauf sanft hinzuweisen, dass wir einen einheitlichen Sozialstandard haben wollen. Ich brauche keine neuen Bundesländer mit neuen unterschiedlichen Sozialregelungen. Ich will eine einheitliche Regelung haben. Danke vielmals.